Moin zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Video. Heute geht es mal wieder um die Leica M. Und ich habe ja schon ein Video gemacht über die Nachteile der Leica M. Also werde ich auch ein Video machen über die Vorteile der Leica M. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zugucken. Natürlich muss man vorausschicken, der Einsatzzweck für die Kamera bestimmt auch darüber, ob sie geeignet ist und ob sie Vorteile oder mehr Nachteile hat. Das ist ganz klar. Ich mache keine Sportfotografie, ich mache keine Unterwasserfotografie mehr, wobei das selbst mit der Leica M geht. Und ich mache keine Actionfotografie mehr oder keine Vogelfotografie. Die habe ich eine Zeit lang auch gemacht. Und daher brauche ich bestimmte Dinge natürlich nicht. Ich mache vor allem Streetfotografie. Ich bin unterwegs in anderen Städten, auf anderen Landstrichen. Und ich mag auch die Landschaftsfotografie. Und auf diesen Reisen fotografiere ich natürlich gerne. Also Street, Landschaft, Reisen, das ist so mein Ding. Und daher habe ich auch eine Leica M. Ich komme gleich zu dem allerbesten Faktor. Also ich habe das mal so ein bisschen gestaffelt. Die Faktoren, die besten Faktoren, die wichtigsten Faktoren für mich nenne ich auch gleich zum Anfang. Und eines meiner wichtigsten Faktoren ist der Formfaktor. Und wenn ich so eine Kamera in die Hand nehme, dann ist das genau das, was ich beim Fotografieren in die Hand nehmen möchte. Und dabei spielt es übrigens keine Rolle, ob ich digital fotografiere oder analog, denn ich mache beides. Also will ich auch beide Kameras als M haben. Das heißt nicht, dass ich nur ausschließlich mit M-Kameras fotografiere. Manchmal nutze ich auch andere Kameras, deswegen habe ich hier eine hingestellt. Zum Beispiel so eine schöne Nikon F2. Eine ganz tolle Kamera, eine ganz tolle Serie, also die F2-Serie von Nikon. Und ich stelle euch diese Legende mal in einem anderen Video vor. Aber meine Hauptkameras sind die Leica MP, also eine analoge Kamera, und die M10R als digitale Version. Und ich habe über beide Kameras auch schon ein entsprechendes Review gemacht und sie vorgestellt. Also die Kompaktheit, diese kleine Form und diese Art und Weise des Aufbaus, das ist für mich so ein ausschlaggebender Faktor, wenn ich in den Straßen unterwegs bin, bei der Streetfotografie. Da ist das für mich perfekt. Der zweite große Faktor für mich, das ist die Qualität. Und die Qualität muss ich natürlich aufteilen. A, in die Bildqualität und B, in die Qualität der Kamera selber, wie das Ding gebaut worden ist. Die Bildqualität bei der M10R ist die über alles erhaben, würde ich mal sagen. Genug Auflösung. Es kommt einfach was Vernünftiges bei raus. Und ich habe ja viele Kameras gehabt und habe auch noch einige andere. Und da muss ich eigentlich, glaube ich, nichts mehr zu sagen. Bildqualität ist also top für mich. Die zweite Sache ist die Verarbeitungsqualität. Und die Verarbeitungsqualität von so einer Kamera, ich nehme mal die MP, weil ich die noch deutlich besser finde als die M10R, die ist einfach unschlagbar. Also so eine Kamera, damit kann man wirklich noch Nägel in die Wand kloppen. Ich weiß, dafür ist die nicht gemacht, aber man kann sie dafür hernehmen. Das Ding hält 100 Jahre oder länger, ich weiß es nicht. Die hier zum Beispiel ist 70 Jahre alt und ich habe die auch gerade vorgestellt. Das ist eine Leica 3F. Und die ist von 1956, okay, also nicht ganz 70. Und sie macht wunderbare Fotos und sie funktioniert einwandfrei. Und ich kann das Objektiv dieser Kamera übrigens an diese Kamera schrauben, indem ich einen kleinen Adapter nehme und weiter benutzen. Ich meine, das ist doch wirklich echte Nachhaltigkeit und nicht nur welche auf dem Papier. Das Ding ist robust, das Ding ist langlebig und das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Ein weiterer Faktor ist die Werthaltigkeit der Kamera, also das, was so ein Ding ausmacht. Also für mich als wenn ich dafür Geld ausgebe und vor allem, wenn ich dafür viel Geld ausgebe, dann soll das nicht übermorgen nichts mehr wert sein. Ich habe viele Kameras, die sind nach 3, 4, 5 Jahren nichts mehr wert. Nichts mehr wert ist natürlich übertrieben, aber fast nichts mehr. Bei meinen Notebooks stimmt das übrigens. Ne? Die kann ich noch für 300 Euro verkaufen, obwohl die 5000 gekostet haben. Und das ist natürlich eine andere Geschichte. Diese Kamera hat noch genau den gleichen Wert
Und die Werthaltigkeit von diesen Dingen, die keine Elektronik besitzen, die ist natürlich ja super. Okay, ich gebe zu, bei den Gehäusen ist das nicht der Fall. Das heißt, so ein digitales Gehäuse hat schon einen ordentlichen Wertverlust, aber selbst die sind gebraucht auch ja, immer noch viel wert hinterher. Und das ist auch das Schöne. Und warum gibt es überhaupt diese Werthaltigkeit? Warum ist das so bei diesen Dingern? Das muss ja irgendwo einen Grund haben. Und ein Grund dafür ist zum Beispiel A, die hohe Verarbeitungsqualität, aber B auch, dass diese Objektive hier schon seit, ich hänge hier immer mit dem Ding fest, dass diese Objektive ja, sag ich mal, das M-Bajonett haben und natürlich beliebig austauschbar sind. Das heißt, wenn ich eine Kamera aus den 50er Jahren habe, jetzt keine Schraubleica, so wie die hier, sondern eine M-Kamera, eine M3, dann kann ich die Objektive hier einfach anmachen und weiter fotografieren. Natürlich kann ich auch die Schraubobjektive mit einem kleinen Adapter weiterverwenden, nur nicht umgekehrt. Ich kann also ein M-Objektiv jetzt nicht an die Schraubleica ranschrauben. Der vierte wichtige Faktor für mich ist, dass man alles per Hand einstellen kann an Rädern, die draußen dran sind. Ich muss hier kein Menü benutzen und das will ich auch nicht. Und das ist natürlich logischerweise so bei den analogen Kameras. Ich habe einfach eine Blende, ich habe einen Fokus und ich habe die Belichtungszeit und durch den Film bestimme ich hier die ISO. Und das war's. Und mehr braucht man nicht zum Fotografieren. Und das Schöne ist, an den neuen Kameras habe ich genau das Gleiche. Ich habe wieder meine Blende, ich habe meinen Fokus immer noch manuell und ich habe hier mein Zeitenrad. Und die ISO-Zahl habe ich hier oben an einem anderen Rad. Natürlich kann ich auch eine ISO-Automatik und eine Zeitautomatik benutzen, wenn ich das unbedingt möchte. Und manchmal mache ich das sogar. Aber ich brauche diese Knöpfe, es sind wirklich nur sehr wenige, nicht wirklich unterwegs. Der fünfte Punkt ist, ja, der hat was mit Haptik zu tun. Wenn ich so eine Kamera in die Hand nehme und ich bewege irgendein Teil, weil die sind ja, ne, das muss ja alles bewegt werden, dann ist das alles, das ist noch richtig schöner Maschinenbau, hätte ich jetzt gesagt. Das ist natürlich fein Maschinenbau, kann man nicht sagen, Kamerabau natürlich. Und alles, was man bewegt, das hat alles, das rastet alles vernünftig ein. Das funktioniert alles eben wirklich sehr, sehr gut. Man hört das alles auch. Das ist alles so satt. Also das ist alles ohne Spiel oder mit wenig Spiel und ist alles sehr definiert. Und das gefällt mir, ne? Alles, was man hier bewegt, das ja, ist einfach ein schönes Gefühl, damit auch dann wirklich zu arbeiten. Und das gefällt mir sehr bei so einer Kamera. Das ist auch noch so geblieben bei den digitalen Kameras. Die Objektive sind ja gleich. Aber auch hier, wenn ich hier die Räder bewege, dann sind das immer noch ja, alles definierte Sachen und das lässt sich alles sehr, sehr gut machen. Klar, es gibt immer mal irgendwo eine kleine Ausnahme, wo man sagt, jo, da hätte es mal ein bisschen besser sein können. Zum Beispiel das hintere Rad hier, das Daumenrad, dreht sich in meinen Augen etwas zu leicht. Aber da ich das sowieso nie benutze, ja, ist es mir auch egal. Was ist noch ein wichtiger Faktor, also ein Vorteil für mich? Das ist der fehlende Autofokus. Aus dem einfachen Grund, das, was nicht dran ist, kann nicht kaputt gehen und das, was nicht aus Elektronik ist, hat keinen Wertverlust. Das heißt, ein Autofokus ist zum einen schlecht für so ein Objektiv von der Werthaltigkeit her. Also ich habe viele alte Objektive, die nichts mehr wert, weil da Elektronik drin ist. Das ist einfach so. Und ich brauche den Autofokus nicht wirklich. Bei der Streetfotografie hilft mir der Autofokus in vielen Situationen überhaupt nicht. Der weiß ja nicht, auf was ich scharf stellen will. Und wenn da fünf Leute im Bild sind und ich möchte die hinterste Person, dann könnte er das mit dem Autofokus einfach mal vergessen. Ja, und so schnell, hiermit bin ich ruckzuck scharf und schneller schafft er das mit dem Autofokus dann auch nicht, weil ihr genau da hinten das scharf stellen müsst. Zum anderen in der Dunkelheit, da sucht er sich auch ein bisschen tot. Also das ist so, ich habe viele Kameras ausprobiert, auch sehr moderne und sehr teure Kameras in der Dunkelheit mit dem Schnellfotografieren bei der Streetfotografie. Und tja, ich bin damit ehrlich gesagt nicht glücklich geworden. Natürlich gibt es immer Situationen, wo man sich Autofokus gut vorstellen kann. Klar, die gibt es natürlich auch, will ich auch gar nicht bestreiten. Aber das ist auch ganz ehrlich eine Frage von Gewöhnung und eine Frage von, wie oft habe ich das Ganze gemacht. Ne, ich habe hier eh immer eingestellt, 2 bis 3 Meter und hochgehoben, kurz gedreht und dann ist es scharf, falls ich mit offener Blende arbeite. Wenn ich nicht mit offener Blende arbeite, dann bleibt das auf den 2 bis 3 Metern
Und ich habe vielleicht Blende 5, 6 oder sogar 8. Und bei Blende 8 ist dann ab 1,5 bis 5 Meter eh alles scharf. Ne? Dann mache ich so und fertig ist die Laube. Dafür brauche ich keinen Autofokus. Ich will die Liste gar nicht ewig ausbreiten, aber es gibt noch einen Vorteil, den ich gut finde, und das ist der Messsucher. Jetzt werden viele sagen, oh ja, den Messsucher aus den 50er Jahren oder der ist ja aus den 30er Jahren oder ja, ich glaube 30er Jahre. Naja, der ist ja nun wirklich ein Anachronismus. Tja, ich gucke hier durch, ich habe jetzt hier mein Fenster, ich habe hier einen Rahmen drin, der jetzt zufällig beim 35er ganz ziemlich groß ist, also ich kann immer noch, habe immer noch was am Rand über und ich kann mein Auge hier ransetzen und kann mit dem anderen Auge weiter gucken. Also ich sehe auch, was hier in das Bild reinläuft, das sehe ich alles. Ne? Wenn ich hier in der Mitte irgendwo drauf gucke, dann sehe ich da gar nichts mehr. Und wenn man durch einen Prismensucher guckt zum Beispiel, das habe ich auch hier, wenn ich da durchgucke, dann kann ich hier auch nicht mehr vorbeigucken, dann bin ich quasi in diesem Kasten hier drin so ein bisschen gefangen. Das ist nicht so offen. Das ist also eine andere Art der Fotografie. Geht natürlich genauso, also vom Bild her wird da nicht viel passieren. Aber wenn man Streetfotografie macht, dann ist das einfach eine andere Art der Fotografie für mich. Na, das muss ja nicht für andere Leute so gelten, aber für mich ist das so. Und da ist der Messsucher einwandfrei. Also ich habe mich damit angefreundet erstmal, ne, ganz am Anfang. Da habe ich diese Geschichte gemacht, The Leica as Teacher. Da gibt es auch noch einen Blogbeitrag von mir. Den werde ich mal verlinken. Und ja, da habe ich mich dran gewöhnt, wie man einen Messsucher benutzt. Und da ich nur eine Leica benutzt habe, immer dann, ist das auch ganz schnell gegangen nachher. Und dann komme ich schon zum letzten Punkt. Und das ist, ja, so eine Kamera ist extrem leise. Also die MP war schon sehr schön leise, finde ich. Ne? Wenn ich jetzt hier auslöse, ich habe jetzt einen Film drin, ich will nicht auslösen, dann müsste ich die Kamera fotografieren oder euch da draußen. Aber die Kamera sieht das dann nicht. Ich nehme mal die digitale und die ist noch leiser. Das heißt, der Aufzug oder der Verschluss, meine ich, also das Auslösegeräusch der M10 ist wohl eins der besten, das es gibt. Oder M10P, M10R, ich weiß nicht, ob das noch unterschiedlich ist. Also die M10R ist auf jeden Fall extrem leise. Und wenn ich jetzt auslöse, das ist so gigantisch leise, das ist krass. Jetzt werden einige wieder sagen, ja, kann ich ja elektronisch machen. Ja, kann ich machen, aber ja, wenn ich einen Verschluss habe und der ist extrem leise, brauche ich keinen elektronischen Verschluss, so einfach ist das. Und es ist bisher fast noch nie aufgefallen. Es ist schon aufgefallen, selbst der leise Verschluss, wenn es sehr, sehr leise ist, da hat dann schon mal jemand gesagt, da haben Sie mich jetzt fotografiert. Und dann sage ich natürlich immer, ja, selbstverständlich. Oder ich sage manchmal auch, ja, heute nicht. Je nachdem. Ja, das waren so meine Vorteile. Also die Vorteile für mich, wahrscheinlich habe ich noch was vergessen, ist auch nicht so schlimm. Ich wollte nur mal sagen, dass für jeden so eine Kamera natürlich auch ein subjektives Werkzeug ist und dass man natürlich auch mit jeder anderen Kamera wahrscheinlich genauso gute Bilder machen kann. Das kommt immer darauf an, wie der Fotograf mit seinem Werkzeug auch so ein bisschen verwachsen ist und je nachdem, was man damit natürlich machen will. Das war schon wieder für heute.